Schönen guten Tag, Leute. Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Ich bin jetzt 2-3 Stunden auf der Gamescom und wir machen da mal ein bisschen Quatschen, laufen mal ein bisschen rum, treffen vielleicht ein paar coole Leute. Danach fahren wir weiter auf die Videodays. Und mein Ziel für dieses Video ist, von möglichst vielen Leuten und YouTubern den Satz Tschüss Jona zu bekommen. Und nachher erkläre ich euch warum, aber das wird lustig. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt rein und haben einen schönen Tag. Stimmt's, Papa? Richtig, ein bisschen zocken. Wir machen jetzt mal ein bisschen Quatsch. Das ist kein Vlog, sondern wir haben einfach nur ein bisschen Spaß jetzt hier. Also, komm mal mit. Da würden seine Tickets liegen. Fantastisch. Die haben wir ja gut reingelegt. Mann, ist das voll! Danke! Viel Spaß euch noch! Danke! Dankeschön! Gerne doch! Herzlichen Dank noch! Viel Spaß! Sehr freundlich! Alles klar! Gerne doch! Schönen guten Tag. Stell dich mal vor, wer bist du? Ich bin auf jeden Fall nicht Nino. Ah, nicht da, schade. Was? Traurig? Tschüss, Jona, traurig. Tschüss, Jona. Mit Wingen. Folgende Situation, ja? Ich versuche euch das mal ganz kurz zu erklären. Wie ihr wisst, finde ich ja Crow ganz cool und dementsprechend finde ich auch Psycho Dino cool. Ich verfolge dich schon seit 2012, sonst was. Der ist zufälligerweise auch hier. Das ist der DJ von Crow, sag ich mal. Und wir haben jetzt ein bisschen auf Twitter geschrieben und er meinte, ich soll ihm ein Bier bringen. Ich versuche es auf jeden Fall. Machen wir das jetzt mal. Super lustig. Los geht's. Ich bin gespannt, ob es klappt. Mission erfolgreich ausgefüllt. Was für ein Millimeter ist das? 10? 10 bis 20? Ja, das ist, guck mal hier. Das ist ja ultra weitwinkel. Ja, ne? Aber dann sieht man das immer so komisch aus. Guck mal, warte. Ja, das ist halt, ja, genau, das zieht an der Seite so halt, ne? Kennst du die Leglia? Ja, kennst du auch, oder? Ja, das ist ganz der gleiche Effekt, ne? Genau. Ich wollte ja mal sagen, dass ich deine Videos sehr gut finde. Du machst das drauf? Du machst das super. Ich renn jetzt weg. Nein, vielen Dank, Mann. Ach, du filmst schon? Ich filme die ganze Zeit. Vielen Dank. War ganz heimlich. Genau. Magst du mir einen Gefallen tun? Gerne. Warte, muss ich dich alleine filmen. Pass auf. Tschüss, Jona. Heute Abend, wo bist du heute Abend? Universal? Universal Party wahrscheinlich. Sehen wir uns? Ja. Ja, perfekt. Sehr gut. So ein cooler Typ. Shoutout, Tubo, vorbeischauen. Kurze Gamescom-Zusammenfassung. Viele Leute, coole Leute. Ich habe Psycho Dino ein Bier gebracht. Und ich habe Tubo getroffen. Jawohl. Wir fahren jetzt weiter auf die Videodays. Da ist jetzt erstmal die Show. Und ich brauche noch mehr Tschüss, Jona-Aufnahmen. Und die holen wir uns jetzt. Also, los. Auf jetzt! Es bleibt wie immer spannend und ich halte euch auf dem Laufenden. Da sind wir! Wer bist du? Schönen guten Tag! Hallo! Grüß dich! Hallo! Hallo! Das ist immer ein Service hier. Na? Ein Traum, Mensch, ein Traum. Vielen Dank! Gerne! Ja, halt mal! Ich habe jetzt meinen Creator-Pass bekommen. Jetzt gleich gebe ich eine kleine Tour für die Kinder von den Google-Menschen. Also von den Leuten, die bei Google arbeiten. Für die Kinder darf ich jetzt gleich eine kleine Tour hier durch die Arena geben. Dafür bekomme ich nämlich einen Pass, mit dem ich dann auch überall hin kann. Aber es wird sicher lustig. Die Google-Kinder für mich. Jetzt gebe ich jetzt eine Roomtour. Ich wollte winken. Achso. Wir sehen uns später. Guten Tag. Ich bin auch dabei. Hallo. Hallo. Okay. Los geht's mit der kleinen Tour, ja. Okay. Wen wollt ihr denn sehen? Worauf hofft ihr? Von Lukas! Dustin! Ja, wir finden bestimmt irgendwie. Können wir ein Foto mit euch machen? Ja, machen wir. Das ist praktisch so. So müssen wir mal die Autogrammstunde organisieren in so einem Treppenhaus. Toll, wer war das? Ungefähr so sieht's aus, wenn ich Leute herumführe, überall fliegen Scherben. So, ich bin jetzt mit meiner Gruppe hier in den Creator-Raum reingelaufen. Jawohl. Ich glaube, ich habe mich gerade ziemlich unbeliebt gemacht, weil ich ungefähr 20, 30 Leute hier reingebracht habe in den eh schon so großen Raum. Ich glaube, das war's jetzt mit der kleinen Tour. Ich hoffe, meinen Kleinen hat's gefallen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich sollte Tourguide werden, habe ich gemerkt. Ich kann das. Ich kann das. Video. Wie heißt du? Annalena. Okay. Grüß dich meine Freundin Milena und mein Freund Semir. Achso, Mütter sind nicht peinlich. Nein! Ja. Nein! Hey. Mütter hören dazu! Ich habe meinen Vater auch mal dabei. So muss das. Ja! Oh, hey! Also, wie gefällt's dir hier? Es ist wunderschön. Ja, oder? Ich habe auch einen guten Tag bis jetzt gehabt. Ja, oder? Besser da rein oder beides entschied so ein bisschen so. Tschüss, Jona! Das war gut. War das traurig oder happy? Ich weiß es nicht. Guck einfach cool. Dankeschön. Ja, klar.
So, die Show ist vorbei. Jetzt kommen gleich alle raus und wir gehen gleich weiter auf die Aftershow-Party von Universal. Da haben wir Lust drauf, oder? Tschüss, Jona. Jo. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Leute. Es ist mittlerweile ein Tag später. Was ist denn mit meiner Stimme los? Das frage ich mich jetzt gerade. Gestern Abend war noch eine Aftershow-Party von Universal. Da war ich die letzten 3 Jahre auch. Das war super, super lustig. Ich habe richtig coole Leute getroffen und ein bisschen kennengelernt. Mit Lukas Rieger habe ich kurz geredet. Felix Jähn ist jetzt mein bester Freund. Und ansonsten war ich da ordentlich am Upturnen mit Luca und Max und Seppel und so weiter, mit Jana. Wir waren halt erst um 2:30 zu Hause, deswegen ist es jetzt auch schon wieder 10, weil mein Dad und ich so lange geschlafen haben. Mein Dad war übrigens dabei. Auf jeden Fall fahren wir jetzt auf die Video Days. Ich habe gestern Abend schon mit Luca abgemacht, dass ich ihn heute auf seiner Autogrammstunde ein bisschen besuche. Und dann setze ich mich einfach mal zu ihm, mal gucken, ob das klappt. Und ansonsten wollen wir heute einen schönen Tag haben. Wir wollen noch weitere Tschüss Jonas haben. Und nachher ist wieder eine Aftershow-Party von YouTube und Instagram zusammen. Das heißt, das wird sehr groß und sehr cool. Deswegen kommt einfach mal mit und los geht's heute. So, ich bin jetzt hier Backstage bei den Autogrammstunden gerade. Da vorne ist gerade der Felix, also der Dena. Der hat da gerade seine Autogrammstunde. Tschüss, Jona! Okay, dann nochmal traurig. Tschüss, Jona! Vielen Dank. Da hat wer Bock! Ja. Ja. Wie heißt du da? Tom.cl. Okay, alles klar. Wird Luca reinschneiden. Hi, Jona! Willst du noch dein Instagram? Ja. Yeah. Tschüss, Jona. Okay. War das jetzt happy oder traurig? Das war gerade happy. Okay, gut. Jetzt kommt traurig. Okay. Ciao, Jona, Digga. Fertig. Nur eine Dreiviertelstunde überzogen. Nein, das Video machen, Karina. Ja, Jona. Wer wollte die haben? Du? Okay. Danke. Bitteschön. So, Autogrammstunde ist durch von Luca. Jetzt gehen wir raus, also nicht ganz raus, sondern in den Hauptring, sage ich mal, wo die ganzen Zuschauer sind. Und dann treffen wir hoffentlich mal ein paar coole Leute. Also, hi. Die Person braucht einfach einen Ausweis eigentlich, ne? Ja. Das kann ja jeder sagen. Ich bin. Ja, du bist drin! Ja. Ich grüße Jackie. Jackie. Und Adrian. Und Adrian, alles klar. Meine Kamerafrau heute. Tada. Hey! Wir sind ja hier gerade in Köln auf den Videodays, ne? Womit rechnet man am wenigsten? Genau, mit Leuten aus Lübeck. Hallo! Hi. Wer seid ihr? Stellt euch mal kurz vor. Ich bin Svenja. Ich bin Svea. Okay. Und ich bin Jona. Hi. Cool, dass ihr hier seid. Sehr cool. Lübecker Connection und so. So, wir hasseln jetzt los. Das war ein sehr cooler Tag. Hey! Wir nehmen jetzt noch Leo und Friends mit. Und jetzt Concrafter, genau. Wir gehen jetzt zum Auto und dann fahren wir kurz ins Hotel. Ich gehe dort was essen und dann fahren wir weiter auf die Aftershow-Party. Wupp, wupp. So Leute, folgende Situation. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg aus Köln. Ja? Gestern Abend war ich noch feiern. Erst waren wir auf einer Party eingeladen von Instagram. Hier, mein Goodiebag. Papa und ich waren da ein bisschen am Upturnen und dann ging es weiter um eins ins Bootshaus. Das war auch sehr, sehr cool. Da war ich mit Luca und Max. Habe ich, glaube ich, noch einen kleinen Ausschnitt, habe ich, glaube ich, ein bisschen gefilmt. Mir geht's auch gut. Ich war da bis um 5:30, dann bin ich nach Hause und jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Wir sind jetzt gerade kurz vor Osnabrück und dann habe ich so auf Twitter geguckt, habe nichts Böses gedacht und ich weiß ja, dass eine Zuschauerin von mir, die schon ganz, ganz lange dabei ist, schon über 2 Jahre, die Aileen, die kommt aus Osnabrück und die hat gerade getwittert, hey, komm doch mal vorbei, da ist gerade ein Streetfood-Festival. Ja, das klingt sehr, sehr gut und mein Vater und ich haben eh Hunger, wir haben noch nicht gefrühstückt und deswegen fahren wir da spontan jetzt einfach mal vorbei und essen was. Richtig spontane Aktion, so muss das. Hallo. Hi. Na, wer seid ihr?
Eileen. Carina. Okay, das ist Eileen von Twitter, die das, was ich eben gesagt habe. Wir essen jetzt Hotdogs. Yes, und dann Crepe und dann noch mehr. So Leute, ich bin mittlerweile wieder zu Hause, es ist ein Tag später und ich habe jetzt gerade das Video geschnitten. Hey! Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Ich habe dieses Video mal ein bisschen anders gemacht, das war jetzt nicht so der typische Vlog wie sonst, deswegen schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Vielleicht wird es ja mehr Videos in dieser Richtung hier geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ach ja genau, und wie ihr wisst, ich bin ja Moderator bei dem Marvel Kids Deutschland Channel. Und auf diesem Kanal werden regelmäßig neue Videos mit mir hochgeladen. Zum Beispiel hier dieses Video mit Tom Holland zusammen. Das ist der Schauspieler von Spider-Man, den habe ich getroffen. Unter anderem baue ich in den Videos dort Lego auf. Und noch ganz, ganz viel mehr. Ich habe euch den Kanal unten einfach mal verlinkt, schaut da gerne vorbei. Das Ganze ist wirklich ein richtig cooles Projekt, das mir mega Spaß macht, deswegen schaut da gerne vorbei, unterstützt den Kanal, lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, keine Ahnung. Einfach mal die Sache supporten, falls ihr die auch cool findet. Das würde mich schon freuen. Ansonsten war es jetzt soweit mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Als nächstes Video kommt der zweite Vlog aus Italien, zusammen mit meinem kleinen Bruder. Dort war ich in einem Sommercamp. Der Vlog kommt als nächstes und dann sollten bald auch schon die nächsten Japan-Videos kommen. Ich hänge so ein bisschen hinterher beim Schneiden, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder einen anderen Tag. Keine Ahnung, wann ihr das guckt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Schaut gerne ein anderes Video von mir und abonniert mich und genau. Haut rein, einen schönen Tag noch und tschüss. Ciao, Jona, Digga.